Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Einführung in die Medienpädagogik. Schön, dass Sie wieder alle dabei sind, trotz des guten Wetters. Ja, in der letzten Sitzung ging es um die gesellschaftlich-kulturelle Medienentwicklung. Und ich habe Ihnen am Beispiel der historischen Medienwenden, zum Beispiel der Schrift, Sie erinnern sich, wir haben uns über den Buchdruck unterhalten, es ging auch um Social Media und digitale Medien natürlich auch. Ich habe Ihnen versucht zu verdeutlichen, dass mit den zahlreichen technologischen einerseits und technischen Medieninnovationen gesellschaftlich-kulturelle Wenden einhergehen, Transformationsprozesse. Und die grundlegende These, Sie erinnern sich bestimmt, war, wenn sich die Medien und die Mediensysteme mit technologischen und technischen Entwicklungen verändern und dies entsprechend Auswirkungen auf unsere Kulturen und unsere Gesellschaft hat, dann betrifft das zwangsläufig natürlich auch Bildungskontexte. Und das in der Regel in dreifacher Weise. Nämlich in Bezug auf neue Möglichkeiten, zum Beispiel für die Schule, also didaktische Möglichkeiten. Aber natürlich auch inhaltlich, curricular, also die Medien auch als Inhaltsaspekt. Aber auch kritisch reflexiv. Also man könnte es als Frage formulieren, was machen die Medien mit uns und wollen wir das? Aber wir können auch formulieren, was machen wir eigentlich mit den Medien? Und was sollte idealerweise jede und jeder über Technik und über Medien wissen? Und das ist die Konsequenz, also das ist ziemlich knapp runtergebrochen, die Konsequenz daraus ist, dass wir uns, Sie als angehende Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen und Pädagogen, das Bildungssystem mit Medien, mit Technik auseinandersetzen müssen. Und eben auch mit den gesellschaftlich-kulturellen Entwicklungen. Und das ist der Grund dafür, warum wir letzte Woche und auch diese Woche wieder hier zusammensitzen. Und in der letzten Sitzung habe ich Ihnen ja so eine ethnografisch-soziologische Betrachtung dieser Transformationsprozesse geliefert. Und wir haben so auf einige und diesen Realitätsgehalt geprüft, also einige Thesen. Was ich relativ kurz nur eingeleitet habe, war gegen Ende, da ging es dann um relativ neue Entwicklungen, also Algorithmen, Machine Learning. Und da war so der Wunsch von einigen von Ihnen, und habe ich auch in der Austauschveranstaltung letzte Woche gemerkt, dann noch ein paar Beispiele zu bekommen. Und genau um diese Beispiele soll es also heute noch gehen. Also bevor wir uns dem Schwerpunktthema, dem heutigen, widmen, nämlich Mediensozialisation und Medienerziehung, vornehmlich als Beispiel in der Familie, zeige ich Ihnen noch ein paar Beispiele zu den Algorithmen und zu dem Machine Learning, weil es tatsächlich relativ schnell ging auch. Deswegen auch hier nochmal ein kurzer Reminder, also was ist ein Algorithmus? Ich hatte es ja nur ganz kurz angerissen. Tatsächlich ist es aber auch nicht viel komplizierter als das, was ich Ihnen das letzte Mal auch gesagt habe. Man kann ganz allgemein sagen, ein Algorithmus ist ein schrittweises Verfahren zum Lösen eines informatisch-technischen Problems durch ein spezielles Regelwerk. Hört sich kompliziert an, aber ist eigentlich, wenn man es sich in der Praxis dann anschaut, Sie erinnern sich vielleicht an den Spaghetti-Koch-Algorithmus, den ich Ihnen gezeigt habe. Das ist dieser hier, nochmal zur Erinnerung. Und wenn man das so im praktischen Kontext sieht, stellt man fest, ist gar nicht so komplex. Komplex wird es dann aber doch, wenn wir uns vorstellen, dass natürlich so ein Spaghetti-Koch-Algorithmus relativ trivial ist und tatsächlich die Algorithmen, mit denen wir es gerade im Medienkontext, im Mediensystem zu tun haben, natürlich viel komplexer sind. Also auch bei dem Spaghetti-Koch-Algorithmus könnte man jetzt beliebig die Komplexität erhöhen. Also zum Beispiel könnte man jetzt hier koche die Spaghetti für so und so viele Minuten, könnte man jetzt einen al dente Algorithmus noch einfügen. Sie haben alle eine Vorstellung, wie das aussehen könnte. Das heißt, und wenn ich jetzt den al dente Algorithmus einfüge, dann fällt mir vielleicht noch ein, dass ich noch zusätzlich noch einen, weiß ich nicht, Sie sind da bestimmt kreativer. Also das heißt, die Idee ist, Algorithmen gewinnen dadurch an Komplexität, dass man sie ergänzt. Und wenn Sie sich anschauen, moderne Mediensysteme, wie diese entsprechend funktionieren, dann können Sie sich vorstellen, wie komplex die Algorithmen im Hintergrund sein müssen, die dort entsprechend funktionieren. Dann gibt es noch eine Entwicklung, die ich kurz angeteasert habe,
die auch die Komplexität noch mal ein bisschen steigern, nämlich sogenannte selbstlernende Maschinen. Also dann, wenn ich dem Algorithmus sage, bitte lerne aus bestimmten Schaltzuständen, aus bestimmten Daten, aus bestimmten Entwicklungen, also nicht nur Wenn-Dann-Prinzip, was ja das Klassische ist, und gebe dir selbst neue Handlungsanweisungen dadurch. Und dadurch lernt die Maschine, der Computer, selbst. Weil der Begriff des Lernens und auch der Begriff der künstlichen Intelligenz, in Anführungszeichen, man muss das alles in Anführungszeichen setzen, weil das natürlich weder mit dem menschlichen Lernen vergleichbar ist, noch mit der menschlichen Intelligenz. Aber Machine Learning ist zumindest eine Entwicklung, die durchaus uns, wenn wir blicken ja mit dem Blick des Soziologen, des Ethnologen, blicken wir auf Gesellschaft, wie verändern Medien Gesellschaft. Und da, glaube ich, steht uns bezüglich selbstlernender Maschinen, Computer, uns noch einiges Interessantes, glaube ich, bevor. Vielleicht, wenn Sie hier und da rechts und links die Nachrichten verfolgen, dann sind Ihnen bestimmt so die einen oder anderen Aspekte geläufig. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Beispiele mitgebracht, mit denen wir uns gleich so schlaglichtartig befassen können. Wie gesagt, natürlich nie in aller Tiefe, ist ja keine Informatikvorlesung, sondern immer aus der Perspektive, wie verändern Medien unsere Gesellschaft und unsere Kultur und was hat das Ganze mit Bildungskontexten zu tun? Was bedeutet das für Bildungskontexte? Was ich hier jetzt in grauer Schriftfarbe gesetzt habe, ist nochmal ein Hinweis, der auf einen problematischen Aspekt dieser selbstlernenden Maschinen hinweist, beispielsweise schlechten Code, ungeprüften Code oder auch beispielsweise aus dem Kontext gerissene Daten, die aus denen dann diese Maschinen lernen, geht es den Maschinen wie uns, wenn wir uns ein Buch nehmen, in dem nur Mist drin steht, um es mal salopp zu sagen, dann lernen wir natürlich auch nur Mist und genauso geht das mit den Maschinen auch. Aber jetzt gleich ein paar Beispiele. Zunächst mal differenziere ich in den Beispielen kurz Algorithmen und selbstlernende Maschinen, wobei diese Differenzierung, Sie werden es gleich merken, dann auch nicht mehr so ganz trennscharf auseinandergehalten werden kann. Der PageRank ist ein gutes Beispiel, geht auf den Erfinder der Suchmaschine Google zurück, also einen der Erfinder. So einfach lässt sich der als Formel auch darstellen. Als Algorithmus ist es natürlich extrem kompliziert und dieser PageRank ist ein gut gehütetes Geheimnis der Firma Alphabet. Alphabet ist die Betreiberfirma von Google, betreibt dann noch weitere Dienste, Plattformen, die Sie auch alle kennen. Und dieser Algorithmus ist ein gut gehütetes Geheimnis, verständlicherweise, weil wenn man diesen Algorithmus publizieren würde, wenn der sehr bekannt würde, dann könnten, was ja immer wieder auch versucht wird, Reverse Engineering nennt man das dann, herauszufinden, wie dieser Algorithmus funktioniert und versucht dann diesen Algorithmus auszutricksen, um entsprechend bei einer Google-Suche möglichst weit oben zu landen. Klar, das wollen wir alle. Warum wollen wir das alle? Weil wir alle, die in Google und andere Suchmaschinen nutzen, entsprechend faul sind und natürlich nicht bis zur Ergebnisseite 200 runterklicken wollen, sondern möglichst oben bleiben. Und deswegen sind die Ergebnisse, die möglichst weit oben sind, diejenigen, die ja den größten ökonomischen Erfolg bekommen. Häufig geht es ja darum, auch etwas zu verkaufen. Manchmal geht es um Werbung, manchmal geht es um konkrete Produkte. Und dann ist es natürlich vorteilhaft für die Unternehmen, wenn sie möglichst weit oben in den jeweiligen Suchmaschinen erscheinen. Also das ist ein Wirtschaftsfaktor, um den es da geht. Aber zugrunde liegt entsprechend ein Algorithmus. Und das kennen Sie natürlich auch, gerade wenn Sie jetzt im wissenschaftlichen Kontext eine Suchmaschine nutzen wollen, dann stellen Sie fest, dass ganz viele Begriffe, die wir in der Wissenschaft, die wir im fachlichen Kontext verwenden, wenn Sie die bei Google eingeben, führen Sie zu ganz anderen Ergebnissen, beziehungsweise zumindest auf den ersten Ergebnisseiten kommen Ergebnisse, die Sie vielleicht als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler nicht unbedingt erwarten würden. Und das liegt natürlich daran, dass diese Suchmaschine nicht nur von uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verwendet wird, Studentinnen und Studenten,
sondern von allen. Und das führte zu einer Entwicklung, nicht nur Google, sondern auch allen Suchmaschinen, die sich Individualisierung der Suchergebnisse nennt. War eine tolle Idee, nämlich die Möglichkeit, dass, also die Idee, die dahinter steckt, ist natürlich, dass jede und jeder, die oder der sucht, andere Strategien, andere Hintergründe, andere in anderen Kontexten unterwegs ist. Beispielsweise Sie wollen für das Studium Informationen suchen, jemand anderes sucht vielleicht eine neue Kaffeemaschine, eine neue Waschmaschine. Und ganz andere Ergebnisse bekommen diese Personen dann entsprechend angezeigt. Das verbindet sich mit dem Aspekt der individuellen Suche. Erstmal sehr positiv, aber gesellschaftlich problematisch wird diese Individualisierung, das interessiert uns ja, ne, zur Erinnerung, gesellschaftlich problematisch wird diese Individualisierung dann, wenn beispielsweise wir das Gefühl haben, dass wir unsere Meinung immer wieder bestätigt bekommen. Denn dazu kann diese Individualisierung ja auch führen, dass wir uns fühlen wie in einer Filterblase. Also in dem Moment, wenn wir immer nach bestimmten, zum Beispiel nach bestimmten Thesen, nationalistischen Thesen, rechtsradikalen Thesen vielleicht auch, suchen, dann erkennt die Suchmaschine, dass diese Dinge uns interessieren und plötzlich ist unsere Welt ziemlich rechtsradikal. Die Welt, die mediale zumindest. Und das ist natürlich, damit sind, also jetzt an diesem Beispiel, gibt natürlich noch viele andere Beispiele, auch positive Beispiele, aber erstmal damit sind natürlich gesellschaftliche Schwierigkeiten verbunden, dass sich der Blick, die Weite des Blicks, den wir eigentlich durch solche Instrumente wie Suchmaschinen haben, wir können die Welt, wir können das Wissen der Welt dort finden. Wahnsinn eigentlich. Ja? Aber in dem Moment, in dem die Suchmaschine komfortabel werden soll, das ist ja der Hintergedanke dabei, wird das Wissen wieder segmentiert und entsprechend wieder eingeschränkt. Und wir fühlen uns wie in einer Filterblase. Andererseits, anders kämen wir wahrscheinlich kaum mit der Vielzahl der Informationen, die wir bekommen, zurecht. Sie merken? Also da steckt Potenzial drin, da steckt vor allem auch Bedarf drin, dass wir uns Gedanken machen darum, als Gesellschaft, wie wollen wir diese Medien eigentlich nutzen? Was ist eine sinnvolle Mediennutzung? Ein weiteres Beispiel, in der deutlich wird, dass in Software, wie zum Beispiel auch in Algorithmen, ne, eingeschriebene Erwartungen bestehen und Ideale sind Snapchat-Filter. Vielleicht haben Sie das mal selbst ausprobiert, die unser subjektives Weltbild beeinflussen können und damit natürlich auf wiederum die gesellschaftlichen Erwartungen, gesellschaftlichen Ideale rückkoppeln. Denn in diesen Snapchat-Filtern können Sie, ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel gezeigt, in diesen Snapchat-Filtern können Sie unterschwellige Annahmen über Menschen, insbesondere jetzt in diesem Beispiel über Schönheitsideale, erkennen. Und zwar konkret gesagt eher westliche Vorstellungen von Schönheit. Sie können das, auch das wäre Reverse Engineering, Sie können das selbst mal probieren, also nutzen Sie mal die automatische Bildbearbeitung und Sie dann sehen, dass Ihre Haut und Ihre Hautfarbe dann so retuschiert wird, wie Sie es hier auf dem Bild sehen, nämlich dass es heller wird und dass es eben letzten Endes so aus so einem westlichen Schönheitsideal entspricht. Und problematisch, also gesellschaftlich problematisch wird das natürlich, durch die Nutzung dieser Filter übernehmen wir dieses Schönheitsideal oder noch ärger, verinnerlichen es sogar. Und einen interessanten Beleg, vielleicht haben Sie das auch schon gehört, ist, dass neuerdings nicht mehr Patientinnen und Patienten zu Schönheitschirurgen kommen mit Bildern von berühmten Persönlichkeiten und sagen, so möchte ich gerne aussehen, machen Sie mir bitte diese Nase, ja, von Sandra Bullock oder ähnlichem, sondern mit dem eigenen Bild, das einmal durch den Filter gezogen wurde. Und das zeigt, was da für ein problematisches Potenzial darin steckt. In diesen eingeschriebenen, in Software eingeschriebenen
ja, Idealen, gesellschaftlichen Idealen, die aber nicht unbedingt gesellschaftlich diskutiert werden, reflektiert werden, sondern eher von Programmiererinnen und Programmierern vorgenommen werden. Und das, was für Software gilt, gilt auch interessanterweise für Hardware. Das ist ein Seifenspender, den Sie da sehen, und der wurde als rassistischer Seifenspender entlarvt. Warum das, fragen Sie sich? Auch ganz einfach, die Ingenieure, die diesen Seifenspender konzipiert haben, haben, das ist ein automatischer Seifenspender, da hält man die Hand drunter und dann aktiviert der entsprechend die Seife. Ne? Und die Ingenieure, die den konzipiert haben, haben dort einen Lichtsensor installiert, der über die Reflexion von Licht funktioniert. Und das Problem ist, dass wenn ich dann eine helle Hand darunter halte, dann funktioniert er. Und so, je dunkler die Hand ist, desto weniger gut funktioniert diese Seifenspender. Ist auch eine Form von eingeschriebenen, also jetzt in diesem Fall von Hardware, von Technik, von eingeschriebenen Weltvorstellungen. Die Ingenieure, kann man sagen, wie kann man denn so doof sein, aber die Ingenieure, die diesen Seifenspender konzipierten, gingen halt einfach von sich selbst aus. Und sie erkennen, darin steckt ein gesellschaftliches Problem. Wir hangeln uns weiter und jetzt mal in Richtung KI und selbstlernenden Systemen. Wenn Sie heute zur Bank gehen und um einen Kredit bitten, dann kann es passieren, dass Sie dort nicht mehr das Personal überzeugen müssen, sondern einen Algorithmus. Die sogenannte Bonitätsprüfung, Credit Scoring auch genannt, erfolgt nämlich inzwischen auf der Grundlage von Big Data Analysen. Also einer so großen Datenmenge heißt Big Data, dass Menschen sie üblicherweise nicht mehr überblicken können und das Ergebnis der Auswertung also wird dann weder für den Bankberater noch für sie nachvollziehbar ist. Sogar, und das ist das Verrückte, sogar derjenige, der den Code geschrieben hat, der diese Analysen aus diesen großen Datenmengen vornimmt, kann das nicht mehr durchschauen, wie die Maschine antworten wird. Und das macht es natürlich, ja, das macht es natürlich auch nochmal interessant. Die Unterstellung ist, dass Algorithmen vermutlich deswegen eingesetzt werden, um Arbeit zu sparen, um Sicherheit zu gewinnen, aber vielleicht auch, weil man sie für zuverlässiger hält. Also der Bankberater könnte sich vielleicht von Ihnen ja, beeindrucken lassen, vielleicht sind sie besonders freundlich, auch besonders hübsch und dann kriegen sie den Kredit leichter. Nein, der Algorithmus lässt sich nicht bestechen. So zumindest die Idee. Aber Sie haben, glaube ich, eine Ahnung, dass das nicht unbedingt so ist. Wir hangeln uns mal weiter. Auch bezüglich Recruiting und oder Careerbots, wie sie auch genannt werden, ist so die Idee, Algorithmus schlägt Menschenkenntnis. Da halt unterstellt wird, dass Algorithmen weniger bestechlich sind, als es Menschen üblicherweise sind. Aber, wie schon vorweggenommen, es ist ein Irrtum. Denn viele Beispiele zeigen, denken Sie an den Seifenspender, das ist im Prinzip ähnlich, dass Code oder auch Technik stets nur so objektiv sein kann, wie der Mensch, der ihn entwickelt hat. Und natürlich auch, wie die Daten, die zur Analyse bzw. zum Weiterlernen verwendet wird. Nächstes Beispiel. KI macht uns Pädagoginnen und Pädagogen natürlich nicht arbeitslos, aber ich denke mir manchmal, ganz ehrlich, wenn ich Ihre Klausuren lese, Semester für Semester, sind ja nicht wenige, dann denke ich, ach, so ein bisschen Unterstützung durch künstliche Intelligenz, das wäre doch was. Ja? Und tatsächlich gibt es da schon einiges, gerade bezüglich der maschinellen Unterstützung bei der Auswertung von zum Beispiel Essays ist man da schon relativ weit. Mathematikaufgaben gehen natürlich ganz easy, da kann man auch mit Single-Choice-Aufgaben kann man relativ einfach arbeiten, aber sobald es in den Bereich der etwas anspruchsvolleren Aufsätze geht, dann wird es natürlich schwierig. Aber selbst da gibt es KI, die das inzwischen relativ gut beherrscht. Witzig war dann tatsächlich, dass am Anfang, das erkennen Sie hier aus diesem einen Zitat,
dass am Anfang die Studierenden, die mit diesen Systemen konfrontiert waren, dass sie versucht haben, das System zu hacken. Das ist ja eigentlich das Lustigste dabei. Ja? Wenn man mit einem solchen System konfrontiert wird, dann zu überlegen, wie kann ich das System überlisten. Und wer mit den englischen Style-Regeln vertraut ist von Ihnen, der weiß, so eine gewisse Wiederholung wird entsprechend als stilvoll empfunden. Und das so in der Anfangszeit, gerade in der Anfangszeit, einige Studierenden deswegen gemacht haben, dass sie einen Satz immer wieder kopiert haben und haben dafür Einsen bekommen. Aber das haben natürlich die Verantwortlichen, haben das entsprechend verhindert inzwischen. Und im Deutschen wäre das auch nicht so. Also probieren Sie es nicht in der Klausur, bitte. Aber Sie sehen, dass natürlich jeglicher Code immer auf bestehende Vorstellungen zurückzuführen und auf Modelle aufbaut und entsprechend aufbauen muss. Und damit blicken wir noch ein bisschen weiter. So mal zusammenfassend können wir sagen, okay, diese Beispiele haben schon gezeigt, dass Algorithmen und Machine Learning ein relativ interessantes Feld ist und dass wir ja in unserer Gesellschaft da nochmal wirklich genauer hinschauen müssen. Und ob das eher zu unserem Vorteil gelingt oder eher Schwierigkeiten nach sich zieht, das hängt meines Erachtens in hohem Maße damit zusammen, ob es uns gelingt, die Technik, die Algorithmen, auch die selbstlernenden Maschinen zu verstehen. Und dann entsprechend, wenn man versteht, dann auch die richtigen Weichen stellen zu können. Denn es stehen wirklich, Sie haben das, glaube ich, so bei einigen Beispielen, haben Sie das im Hinterkopf bestimmt auch für sich mitgespielt, da stehen einige Entscheidungen an. Ethische, juristische, pädagogische, technische Entscheidungen. Und das Ganze wird nochmal deutlicher, wenn wir uns zum Beispiel die Entwicklung selbstfahrender Autos anschauen. In diesem Beispiel, das Sie sehen auf dem Bild, hat ein Uber-Fahrer seinen Autopiloten eingeschaltet gehabt und eine Frau, die Straße überqueren wollte, wurde von dem Auto erfasst und verstarb. Und die Frage, die sich dann in dem Moment stellte, wer ist eigentlich verantwortlich dafür? Ist es der Fahrer, der den Autopiloten genutzt hat? Aber wenn es ein Autopilot ist, dann soll der den ja auch nutzen dürfen. Ist es der Programmierer? Oder muss man vielleicht überlegen, dass der Algorithmus selbst zu einer Person wird, dass man ihn, ich weiß es nicht, ich bin kein Jurist, aber Sie sehen, da ist interessanter gesellschaftlicher Gesprächsbedarf. Bei einem einfachen Algorithmus könnte man ja sagen, der Programmierer ist verantwortlich, der hat diesen Algorithmus programmiert. Und zwar ist genau so eingeschrieben, wie er sich befindet. Aber gerade weil der Algorithmus etwas ist, der die Maschine zum Selbstlernen anregt, wer ist verantwortlich? Meine Antwort ist, und ein bisschen provokativ gleichzeitig auch, wir alle sind verantwortlich. Denn dass Technik Möglichkeiten zur Verfügung stellt, aber wir Menschen stets entscheiden müssen, das kennen wir schon lange. Denken Sie an Waffen beispielsweise. Wie wir Waffen nutzen, wie wir Technik nutzen, ist letzten Endes immer von uns abhängig. Wir sind diejenigen, die entscheiden. Und ähnlich ist es auch bei Medien. Und hier nochmal ein weiteres Beispiel, Dark Pattern, das nochmal deutlich macht, dass es eben nicht die bösen Algorithmen oder die bösen selbstlernenden Maschinen sind, die dahinter stehen, sondern dass es auch wieder Menschen sind, die natürlich Interessen verfolgen. Dark Pattern, wenn Sie den Begriff noch nicht kennen, ist die Entscheidungsbeeinflussung durch Tricks, könnte man verkürzt sagen. Und kennen Sie wahrscheinlich in der Praxis, kennen Sie es alle. Beispielsweise, es wird Ihnen, hier habe ich ein paar Beispiele, also das obere Beispiel ist, da würde man normalerweise eine Opt-out-Möglichkeit erwarten. Da geht es um
Werbung zu erhalten. Möchte ich gerne Werbung erhalten. Und wenn Sie genau hinschauen, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, ist es letzten Endes eine Opt-in-Option. Also man erwartet etwas anderes, aber bekommt etwas und wir alle in Hektik, man klickt und oder man klickt nicht, um keine Werbung zu bekommen, also doppelte Verneinung in diesem Fall. Und ja, fällt drauf rein. Oder beispielsweise nur noch 10 Stunden haben Sie Zeit, um dieses wundervolle Produkt zu kaufen. Und danach kostet es viel mehr. Wenn man nächsten Tag schaut, kostet es nur das Gleiche. Ja? Also all das sind solche, all das sind merkwürdige Tricks, die aber natürlich nicht von Maschinen vorgenommen werden, sondern von Menschen. Und gibt es eine neue Studie, vielleicht haben Sie es gelesen, letzte Woche, vorletzte Woche ging das durch die Medien, dass über 90%, Studie der EU war das, über 90% der europäischen Seiten diese Dark Pattern tatsächlich nutzen. Und vielleicht erinnern Sie sich, dass ich sagte, der digitale Wandel ist eine Gestaltungsaufgabe. Und damit meine ich genau das. Genau das, genau diese Entscheidung. Aber um eben die richtigen Entscheidungen treffen zu können, setzt voraus, dass ich genau weiß, worum es eigentlich geht, worüber ich entscheide. Und deswegen sind wieder drei Dinge erforderlich. Wir müssen uns wehren gegen solche Praktiken. Zum Beispiel dadurch, dass wir solche Plattformen und Shoppingmöglichkeiten, wenn wir so etwas entdecken, möglichst nicht nutzen, auch wenn wir 5 Cent sparen können oder andere Vorteile dadurch verbinden. Man kann auch durch Wahlen oder Petitionen kann man so etwas beeinflussen. Die Voraussetzung ist nur, man muss wissen, dass es solche Dinge gibt und dass man sie beeinflussen kann. Und noch ein Aspekt, wir sollten nach Möglichkeit nicht auf solche Tricks reinfallen. Denn haben Sie mal darüber nachgedacht vielleicht, in Bezug auf Spam, also nehmen wir mal ein anderes Beispiel, also Dark Pattern ist die eine Sache, Spam ist ein anderes Beispiel. Ich denke mir immer, ich ärgere mich auch über Spam. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mittlerweile werden die Spam-Filter zumindest ein bisschen besser, aber manchmal gibt es dann doch wieder ganze Spam-Wellen und das ganze Postfach ist voll. Und ich frage mich, würden Spam-Versenderinnen und Versender überhaupt noch Spam versenden, wenn niemand auf diesen Spam reinfallen würde? Und damit sind wir eigentlich genau beim Punkt. Ich glaube, nein. Wenn niemand mehr auf diesen Spam reinfallen würde, das gleiche gilt für Dark Pattern, dann gäbe es keinen Grund dafür, solche merkwürdigen Tricks oder solche nervigen Werbemails zu versenden. Nur eine Idee. Und drittens, wir müssen natürlich die technischen und die medialen Prinzipien kennen, sie verstehen und damit sind wir entsprechend bei der Medienkompetenz, bei der Data Literacy, Digital Literacy, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und damit beim Punkt, nämlich was das eben entsprechend bedeutet für den Bildungsbereich. Also, ganz allgemein können wir festhalten, Medien entgrenzen, das hatte ich ja schon gesagt, immer wieder und schaffen dadurch neue Möglichkeiten. Möglichkeiten, die wiederum aber erfordern, dass idealerweise alle Menschen Technik, Medienentwicklung grundlegend nachvollziehen, idealerweise sogar verstehen können, dem Ziel folgend, dass sie sich am gesellschaftlichen Diskurs beteiligen können. Und genau das ist ja gemeint, erinnern Sie sich, mit gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit. Um zum Beispiel, damit Sie die Frage klären können, was darf eigentlich Technik, was darf KI und was dürfen die Unternehmen, die diese Technik besitzen und die mit ihr Daten sammeln. Und, ich nehme das jetzt nochmal vorweg, im Idealfall gelingt uns, dass wir die kreative Gestaltung von Medien und Technik, also dass wir selbst zum Kreativen werden können. Erkennen Sie da eine Parallele über die Radiotheorie? Ich glaube, Sie erinnern sich. Genau. Nur eben nicht mehr nur mit Medien, sondern auch in Bezug, also da tatsächlich eine Erweiterung, in Bezug auf Algorithmen, Technik, Software und so weiter. Und damit kann man sich nochmal anschauen und damit sozusagen nochmal das,
das Resümee schließen an dieser Stelle. Wenn man so 50 Jahre das erste Medienkompetenzmodell von Dieter Barke hat er 1973 im Rahmen seiner Habil, hat damit angeregt, über Medienkompetenz nachzudenken, und dann entstanden daraufhin Medienkompetenzmodelle. Und hier sehen Sie sozusagen das, was in den letzten 50 Jahren, das ist übrigens auch nur eine kleine Auswahl, in den letzten 50 Jahren zur Medienkompetenz publiziert wurde. Und da ist natürlich einiges passiert mit jeder Medieninnovation, die wir uns ja jetzt angeschaut haben. Gab es natürlich dann auch eine leichte Verschiebung in Bezug auf, was ist eigentlich Medienkompetenz? Also man kann sagen, Medienkompetenz war immer relevant und wird wahrscheinlich auch immer bleiben. Aber in dem Moment, in dem sich die Medien verändert haben, war natürlich das Verständnis, was wir mit Medienkompetenz verbinden, immer ein weiteres. Und so hat sich das entsprechend weiterentwickelt. Und hier habe ich Ihnen das nochmal zusammengefasst. Das, was sich aber nicht verändert hat, das ist der Fokus, worauf zielt eigentlich die Medienkompetenz, wenn man es mal wirklich ganz groß im Weitwinkel sieht, also ganz weit zurückgeht und die Medienkompetenz aus der Ferne betrachtet, dann sind wir eben genau wieder bei der Kommunikation und Partizipation und der gesellschaftlichen Handlungsfähigkeit. Es geht darum, gesellschaftlich handlungsfähig zu sein, zu werden, zu bleiben. Und da nochmal zur Erinnerung, Paulo Freire kennen Sie ja auch aus einer der ersten Veranstaltungen schon, zu dem brasilianischen Pädagogen, der sich, erinnern Sie sich, für die Alphabetisierung einsetzte, der brasilianischen Bevölkerung. Ja, und im übertragenen Sinne geht es genau darum. Das heißt, die Codes ändern sich, aber trotzdem die Notwendigkeit, dass wir die Codes beherrschen, über die wir kommunizieren, die ist natürlich geblieben. Und die ist Voraussetzung für gesellschaftliche Handlungsfähigkeit.